Einen wunderschönen Tag, hier ist wieder euer Benny von Bildetraining und ich begrüße euch zu einem weiteren meiner Videos. Ja, meine Lieben, heute die Top 3 der Fehler bei der beidhändigen Rückhand. Was sind für mich die Top 3 Fehler bzw. die häufigsten Fehler bei der Rückhand? Ja, Tipp Nummer 1 ist ganz klar das Timing für den Treffpunkt. Das bedeutet, man kann den Ball entweder zu früh oder zu spät treffen. Das heißt, ihr könnt für euch mal ausprobieren, einfach mal bewusst den Ball etwas früher oder bewusst den Ball etwas später bei der Rückhand zu treffen. Ihr kennt ja dieses Plopp-Geräusch, wenn der Ball einfach schön vom Schläger weggeht, dann wisst ihr auch, okay, das Timing war ganz gut oder eben, wenn er nicht so ploppt, war das Timing nicht so gut. Ja, das bedeutet erstmal, die meisten von euch machen wahrscheinlich, wenn sie einen Fehler haben im Timing, treffen den Ball etwas zu spät. Das heißt, wirklich versuchen, den Ball schön vor dem Körper zu treffen und versucht einfach mal da beim Timing ein bisschen daran zu arbeiten. Einfach, dass ihr vielleicht mal mit Absicht etwas früher oder mit Absicht etwas später trefft. Macht es mehrmals und dann habt ihr vielleicht schon einen kleinen Unterschied. Ja, Tipp Nummer 2, ganz klar die Treffpunkthöhe. Das bedeutet, viele nehmen den Ball einfach zu weit oben bei der Rückhand oder ganz wenige auch vielleicht ein bisschen zu weit unten. Das heißt, die Treffpunkthöhe ungefähr kann man sagen, das ist auch ein bisschen individuell. Müsst ihr auch schauen, was euch da am besten liegt. Tennis ist einfach eine individuelle Sportart. Das heißt, man sieht auch bei den Profis sehr, sehr viele verschiedene Techniken. Hüfthöhe kann man ungefähr sagen, schön vorm Körper. Und ja, sehr, sehr viele treffen eher zu weit oben. Und manche auch zu weit unten. Das bedeutet, versucht wirklich den Treffpunkt auf Hüfthöhe den Ball zu treffen. Ja, Tipp Nummer 3 ist auf jeden Fall wieder mal der gleichmäßige Schwung, sprich auch der Aussprung. Das bedeutet, wenn wir die Rückhand spielen, wir schwingen eben, ich zeige euch auch gleich wieder im Video ein bisschen was, wir schwingen eben nicht wieder bis hierhin, sondern ihr versucht wirklich den Ausschwung schön über die Schulter oder zur Seite, ne? Das heißt auch wieder sehr individuell, gibt es keine Richtlinien. Das hat man sogar bei Kyrgios, hat man sogar gesehen, er schwingt teilweise sogar nur so, also da gibt es auch sehr, sehr viele Unterschiede, aber jetzt für den Normalspieler, ihr sollt schon versuchen, wirklich möglichst den kompletten Ausschwung zu machen. Wie gesagt, ich werde euch da auch nochmal ein bisschen was einblenden. Es gibt viele Profitrainer, die schauen auch so ein bisschen drauf, dass der Spieler wirklich hier schon fast über die Schulter so nach dem oder über den Ellenbogen vielmehr, nicht die Schulter, den Ellenbogen drüber schauen kann. So, ja, das waren meine Top 3 der beidhändigen Rückhandfehler. Wenn euch das Video weitergeholfen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, schaut doch hier mal beim letzten Video vorbei und ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr auch mal ein Abo da lasst. Wir sehen uns beim nächsten Mal, macht's gut, euer Benny ist raus und ciao.